Servus Leute, willkommen zurück. Ja, wir begeben uns wieder auf den Weg, Flosa-Kürbisse zu suchen oder wenigstens einen. Einer würde mir schon komplett reichen. Da vorne sind auch Grexe. Level 26 könnten wir vermutlich besiegen. Machen wir am besten sogar mal. Schließlich bringen die immer viel. Oh, da geht's hoch. Aber erstmal hier ein Grex. Ein Jagdgrex. So, erstmal voll auf die Ommel. Weil müssen wir ja irgendwie hier so. Ich denke mal schon, dass wir den besiegen können. Wir sind ja auch alle mindestens Level 26, bis auf Lao. Aber sollte eigentlich geklärt sein, dass ich Lao nicht mit reinzähle. Das war halt, das war bei Xenoblade Chronicles besser. Man hatte halt die ganzen so. Die haben halt immer Erfahrungen gesammelt. Die waren da nicht so schwach wie jetzt halt gerade zum Beispiel Lao. Die konnte man immer benutzen. Lao hat eine Technik erlernt, aber. Naja, ich glaube, ich gehe wieder. Das hat doch keinen Sinn hier. Nee, das hat wirklich keinen Sinn hier. Hau mal wieder ab. Oh, da vorne ist sowas wie Yama, der Zahn der Zeit. Schluchtensylot. Vielleicht können wir hier irgendwie hochkommen und dann weitergehen. Ja, das geht. Sehe ich. Perfekt. Der ist ja zum Glück ganz harmlos. Wow. Jetzt sind wir hier bei also ein so einem Ring. Ich hoffe, über die wird noch was aufgeklärt. Ich finde die ja ziemlich cool. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wozu die da sind. Level 23. Hey, das ist ein Gebiet, was unserem Level angesprochen ist. Angemessen ist. Hier so ein Wanne, so eine Wander, so ein Wandersaltat, wollte schon was anderes sagen. Oh bitte Lin, mach jetzt bloß keinen Scheiß, bitte. Wir sind jetzt schon zu weit gekommen und dass uns jetzt so ein Schluchtensylot einfach mal pulverisiert. Oh, wir haben es geschafft. Mini-Skirpo, süß. Starkes. Ja, oder wir lassen's. Oh, da ist noch so ein Schluchtensylot. Der ist Level 25. Was zur Hölle? Habe ich mich gerade verguckt? Oh, wie lange wollen die uns denn noch hinterherlaufen? Da vorne soll ein Sondenpunkt sein, da gucken wir doch gleich mal. Ja, da vorne, ich sehe ihn. Sehr schön, das läuft doch. Zur Info, wir haben 13,17% von Oblivia erforscht und 30 brauchen wir, glaube ich, für die Quest mit L.
So, jetzt können wir gehen. Da vorne ist ein Tyrann, aber wahrscheinlich nicht unser Level. Ich sag, glaube ich, Level 30 oder sowas. Obwohl. Na, guck mal. Wo ist er denn hin? Oh. Diogenes der Raffgierige. Nee, das probieren wir lieber nicht. Vor Simiussen nehme ich mich in Acht. Oh, da ist noch ein Level 30er. Chimati der Frost. Was? Die Frostbrise oder der Frostriese? Sagt er nur, dass ich das kleine Ding anvisieren will. Klimati, die Frostbrise, alles klar. Aber der ist Level 30 und nicht aggressiv. Das heißt, wir laufen einfach dran vorbei. Ah, hier kommen wir weiter nach Norden. Sieht zumindest so aus. Ja, hier ist es gut. Meine Fresse, das ist ja ein umständlicher Weg. Flo sagt Kürbis. Na komm schon, irgendwann wird doch hier mal ein Flohsack. Ich hab doch schon drei davon. Zwei. Wenn ich drei hätte, wäre ich nicht hier. Ist aber auch schon ein bisschen bitter, wenn man so erfährt. Ja, hier. Du musst jetzt ganz, ganz viele Quests für die verschiedenen Divisionen abschließen. Für die Scare-Lizenz. Und dann hast du von zwei Divisionen das schon abgeschlossen, aber vom Kurator der Division, der du angehörst, noch nicht. Das fühlt sich so richtig gut an. Oh Mann, diese Wege hier, wo soll... Ah, na gut, okay. Er hat uns. Spielen wir eine Runde mit ihm. Will er spielen, der kleine Video spielen? Ja, gegen Füßer. Ganz braver ist das. Nur ein bisschen hitzköpfig. Sagen dann auch immer die Hundebesitzer, wenn der Hund den Kopf eines Kindes abgebissen hat. Das ist ein ganz braver. Der wollte nur spielen. Ich habe ja nichts gegen Hunde, ich habe nur was dagegen, wenn die Hunde schlecht erzogen wurden. Na los, komm. Wow, ja gut, das gilt noch. Jetzt haben wir uns hier schon wieder mit einem anderen aus Versehen noch angelegt. Zum Glück kommt das alles dem Lao zugute, der nämlich 302 Erfahrungspunkte davon bekommt und jetzt schon auf dem besten Weg zu Level 21 ist. Na, Nahkampf, ja wie denn ohne Attacke Nahkampf, so, siehst du? Nee, eigentlich so... Kämpf nur weiter, Mann. Jetzt habe ich B gedrückt anstatt springen. Oh. Ah, Klingenstrom, eine geile Fähigkeit.
finished on the talking potato tonight? I say we fatten him up in another 500 grams or so. Hat ja gut funktioniert. Was hier noch so alles für Monster sind. Victory Fels. Krass. Da Victory Fels. Da drüben soll ein Sonnenpunkt sein. Gucken wir mal kurz, ob man wenigstens sehen. Ja, ich denke mal, der wird da oben sein. Das brauchen wir nicht weiter zu nachzugehen. Da gehen wir jetzt hier lang. Wir sind auch schon wieder nah an grünen Gebieten dran. Das bedeutet, wir werden bald wieder hochlevelige. Da. Super. Ich lasse mich nicht mehr ausreden. Müssen wir uns hier irgendwie durchsneaken. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das anstellen wollen. Aber es scheint ganz gut zu funktionieren. Da vorne kommen wieder Monster, die... Oh, shit. Boah. Level 30 ist auch nicht so fein. Wo bin ich denn hier nur reingeraten? Oh Mama, ich möchte endlich meine Skills haben, damit ich nicht mehr hier durchlaufen muss. Was war das? Das war das Vieh, gut. Die Viecher sehen zwar bösartig aus, aber... Wow. Was ist mit dem passiert? Nee. Ferdinand der Willkürliche, guckt euch... Das machen wir jetzt. Also komm, das gegen das können wir jetzt eigentlich nicht verlieren. Guckt euch doch mal an, wie klein dieses Ding ist. Das können wir doch nicht verlieren, also bitte. Ich glaube, dass ich gleich sagen werde, das Leben liebt es, mich eines Besseren zu belehren. Boah, Elmer setzt 1000 Scherben ein. Jawohl, und noch ein Perfekt dazu. Boah, oh, ich stinke. Verdammte Scheiße. Ich brauche Leben, Leute. Ach ja, ich habe ja lustige Dinge. Boah, Scheiße, was läuft denn hier? So, Leute, bitte Angriffe fokussieren, direkt hier auf den Hintern. Tritt hoch. Seitenschlag. Oh, krasse Scheiße. Toll. So, dann warten wir mal, ob sie das entweder noch schaffen oder mich Lau vielleicht wiederbelebt. Aber, naja... Es ist unglaublich, ich sterbe zuerst, da ist Lau dabei und ich sterbe zuerst. Ich hätte Spannung aufbauen klicken sollen. Ja, 10 Sekunden, das schaffen die nicht mehr. Und Lau kriegt es auch nicht hin, die 3000 SP aufzubauen, das ist beeindruckend. Ja, okay, super. Ganz toll gemacht, Team. Super. Starke Leistung. Jetzt sind wir wieder hier. Ewig weit weg von dem Punkt, wo wir waren. Ich tue jetzt mal so, als wäre ich nicht kurz vorm Ausrasten. Aber ich bin gerade echt sauer. Das war Level 28 und ich verreck zuerst und keiner kriegt es auf die Reihe, 3000 SP aufzubauen.
Wohohohoi. Das sieht aus wie so eine Korruptor-Sphinx. Was hat denn das Vieh hier verloren? Und vor allem, wo bin ich lang gelaufen, um dem Vieh auszuweichen? Was hier? Nee, da würde ich mich dran erinnern. Nee, das war's nicht. Das Vieh greift mich natürlich auch an, wenn es mich sieht. Hey, habe ich nicht da vorne einen Schatz gesehen? Ja, da ist doch einer. Den können wir uns doch auch holen. Ja, hier. Tröstender Heiligenschein. Das ist ja ein cooles Ausrüstungsstück. Oh, wir haben ein Segment erforscht. Das ist stark. Das gefällt mir. Trotzdem regt es mich auf, dass mich dieses kleine Mistvieh fertig gemacht habe. Ich könnte kotzen hier. Scheiße. Jetzt müssen wir uns nochmal durch dieses ganze scheiß Insidia-Gebiet kämpfen. Wisst ihr, wie nervig das sein wird? Wir hatten beim ersten Mal richtig viel Glück. Das heißt nicht, dass wir jetzt nochmal so viel Glück haben. Ja gut, wir sind vielleicht vorbei. Bin auch schon gut auf dem Weg zu Level 27. Ich dachte, ich mache dann so Level 29, 30 um die Drehe rum. Mache ich dann die nächste Hauptmission. Also werde ich so mit Level 28,5, 29 werde ich so die Harmonie-Mission dafür annehmen, weil ist ja immer eine. Warte mal, war es nicht geschworene Kameraden und die haben wir schon... War das nicht so? Ah, ein Schatz, cool. Wow, Mechanik Level 1, beeindruckend. Fördersonde G5, krank. Richtig krank. So, gut, diesmal machen wir es besser. So, Angriff fokussieren und Spannung aufbauen. Dann können wir das vielleicht auch mit einmal übertakten gleich erledigen. So, Angriff fokussieren. Ich frage mich halt, wie das ist, wenn man diese Kampfbefehle gibt. Ob dann der letzte, wenn man einen neuen gibt, überschrieben wird oder ob der bleibt. Also ich würde ja jetzt gerne trotzdem Spannung aufbauen, trotz dass alle ihre Angriffe fokussieren. Ich finde auch, es läuft jetzt schon viel besser als beim letzten Mal. Jawohl. Ich habe auch nicht so viel Schaden wie letztes Mal. Aber jetzt werde ich wieder gefokust. Ich habe keinen Elmer. Ah, warte doch, vielleicht habe ich einen. Ja, wow. Macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Können wir ihr vielleicht wirklich den Schweif abtrennen? Das wäre ziemlich spaßig. Verdammt. Boah, shit, was ist denn das? Oh, Kacke, ich will nicht nochmal sterben. Na los, komm, das wird doch wohl gehen. Jawohl. Jetzt. Sehr gut. Ich hatte schon A gedrückt aus Versehen, aber ich lebe ja noch.
Jetzt muss ich erstmal wieder Spannung aufbauen. Leute, immer noch Spannung aufbauen, bitte. Alter, was macht das Vieh? Ich glaube, das können wir vergessen. So. Oh, vielleicht auch nicht. Los, dicke Klinge. Los, 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 los. Ich habe nicht genügend SP. Krass, merke ich gerade. Oh, und jetzt noch ein unschuldiges Ovis dazu. Weil es ja nicht reicht, ne? Das hat gerade mitgemischt. Vielleicht war das vorhin der Auslöser. Vielleicht hat uns das alles gekillt. Dieses kleine Ovis hier. Na los, kommt, Angriff improvisieren. Genau hier. Aufs Bommelschwänzchen. Boah. Kobaltschützer, alt. Da können wir gleich mal gucken. Was ist denn das hier? Schluchzensylot, der sitzt aber nur da. Dieser Schützer, da gucken wir gleich mal, ob Lin den benutzen kann. Ob der vielleicht besser ist als das, was sie vor... Nein, Lin. Wo war es? Was? Wow. Hier, nimm. Level zu niedrig. Ach, Level 27. Ach, Lin fehlt noch was bis Level 27. Ach so, wir sind ja auch alle nur Level. Oh. Gut, habe ich nicht aufgepasst. Wegen einem Level machen wir hier Faxen, ey. Das kann ich vielleicht leiden. Wow, was ist denn das? Ozean Ichtupurk. Nie gesehen. Gut, ich glaube, wir wechseln mal. Wir setzen mal über. Weil das ist mir hier gerade ein bisschen zu blöd. Da soll auch hier ein Knotenpunkt sein. Da gucken wir doch gleich mal. Der kann ja nicht weit weg sein, also. Oh. Wow. Heftig. Pass auf, der ist da oben. Irgendwo hier müsste ich ihn ja sehen. Ja, den Sondenpunkt, den haben sie wieder gut versteckt. Unter Wasser denke ich mal nicht, oder? Man kann, also ich denke mal nicht, dass man unter Wasser gehen kann. Das wäre ein bisschen blöd. Ah, da ist er doch. Sedilus. Jetzt daran vorbei, ohne dass ich hier gleich wieder blöd angemotzt werde. Rassismus auf Mira. Die Menschen werden total diskriminiert. Ja, wow, wow, wow. Ach, Wandersaltat, Level 23. Na, den machen wir dann schnell. Boah, oh, das Vieh, was das gerade für Schaden nimmt. Passt. Hä, was? Okay, ich habe eine Quest abgeschlossen. Und habe dafür ein EP-Rauf 2 Juwel erhalten, was ich dann gerne mal einbauen würde, falls
weiß nicht, ich schließe das jetzt aus Xenoblade Chronicles. Boah, Alter, hier geht's ganz schön runter. Ja, okay, dann halt den auch noch. Meine Fresse, Level 25, dass das jetzt auch noch sein muss. Ich bin doch kein Kleinkind mehr. Zack, umgeschmissen. Nee, doch nicht. Da verlässt man sich einmal auf den Wind. Einmal umwerfen, bitte. Ja, okay. Aber eigentlich... Oh, das ist Lao gewesen, alles klar. Vor den Runterfallattacken habe ich ein bisschen Schiss. Weil da habe ich so dieses Trauma vom Vegan. 144. Wow, das flutscht. Da vorne ist ein Schatz. Und hier soll auch gleich noch ein Sondenpunkt irgendwo sein. Noch einer, ernsthaft. Das war jetzt nicht beabsichtigt, das hier wollte ich machen. So, und jetzt? Nein! Oh, war das nötig? War das jetzt wirklich nötig? Sehr schön. So, Angriffe fokussieren alle zusammen und ja, haut einfach alles drauf. Ja. Na ja, komm, gleich haben wir's. Gut. Da ist ein Schatz, den holen wir uns auch gleich noch. Nee, nö, nö. Hab ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Ich renne irgendwo hinweg. Ich weiß nur noch nicht wohin. Da, dahin. Lass mich doch einfach in Ruhe. Es verfolgt uns. Ja, oh, ey, fickt euch doch alle hier. Schnauze voll. Sinnlos. Nordtor der Schemen. Wie soll man denn hier durchkommen? Alter, ich habe so die Schnauze voll hier. Diese Scheißsaltate. Überall gammeln diese verfickten Viecher rum, ey. Kotzt mich die... Kotzen die mich an. Mann, ey. Und jetzt haltet endlich die Schnauze hier. In der Nacht sind die übrigens nicht aggressiv, habe ich jetzt schon länger gemerkt. Das ist ganz toll. Oh, Level 5. Oh, scheiße. Und er greift uns auch noch an, wenn er uns sieht. Elaine, die Mondfinsternis. Wow, 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 wow. Wo willst du hin? Bist du wahnsinnig? Die Eier-Kiwi war's wert.
kotze hier gleich auf den Tisch, ey. Oh, ich habe übertaktet. Das war jetzt nicht geplant. Na, dann warte ich wenigstens, bis ich die dritte Aufladung habe. Ja, gut. War vielleicht gar keine schlechte Entscheidung. Aber halt nur 3000 SP verballert, aber sonst. Ja, war ganz lustig. So, Archäologie. Level 2, perfekt. So, ich würde gerne noch diesen anderen, ich wollte gerade sagen, diesen anderen Sondenpunkt installieren. Was ist denn das? Drei Saltate, die aufeinander stehen, alles klar. Oh, wie komme ich denn da hin? Der ist hier oben, oder? Wow, das ist ja. Wow. Wenigstens sind hier die Monster nicht aggressiv. Apropos, ja. Wir können erstmal hier den Part beenden. Ich will mich dann hier noch ein bisschen umgucken und Items sammeln. Und ja, also bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!